Sechs Jahrzehnte Bundeswehr. An ihrer Spitze die Verteidigungsminister. Von Strauß bis Guttenberg. Ihre Verdienste und ihre Fehler haben die Truppe geprägt. Und damit auch Deutschland. Rudolf Scharping wird 1998 Verteidigungsminister. Ein Ministerium hat ja immer eine Eigenschaft, die kann man so beschreiben. Je höher sie fliegen, umso kleiner sehen die Probleme aus. Er ist der erste Minister, der die Bundesrepublik in einen Krieg führt. Wenn dann der Kollege Gysi sagt, er hat keine Bilder gesehen. Schauen Sie sich die an. Aus den Wäldern und aus den Tälern des Kosovo. Meinen Sie, die Menschen gehen dorthin, weil sie wollten? Meinen Sie, sie fressen Gras, weil sie wollten? Krieg. Töten und getötet werden. Die NATO greift Serbien aus der Luft an. Und der Minister erobert derweil das Herz einer adeligen Dame. Rudolf Scharping, Feldherr wider Willen. Rudolf Scharping ist der erste Verteidigungsminister, der den Zweiten Weltkrieg nicht mehr miterlebt hat. Geboren 1947. Nach dem Abitur bewirbt er sich bei der Bundeswehr als Reservist, wird aber ausgemustert, wegen Sehschwäche. September 1998. Rot-Grün gewinnt die Bundestagswahl. Die Ära Kohl ist heute definitiv zu Ende gegangen. Mit der SPD und den Grünen regieren jetzt zwei Parteien, die sich dem Frieden verpflichtet fühlen. Ich würde nicht sagen, dass im Hinblick auf Außen- und Verteidigungspolitik jetzt besondere Erwartungen da gewesen sind. Aber sicherlich die Vorstellung, mit den Sozialdemokraten und den Grünen haben wir Garanten dafür, die uns aus militärisch ausgetragenen Konflikten heraushalten. Scharping übernimmt das Verteidigungsministerium von Volker Rühe. Sein Generalinspekteur damals, Hartmut Bagger. Der Volker Rühe hat mal zu mir gesagt, ich will nicht Verteidigungsminister werden, ich will Außenminister werden. Und was wurde er? Er wurde Verteidigungsminister. Scharping wollte auch nicht Verteidigungsminister werden, der musste. Das war Parteiraison. So ist das. Und da muss man das Amt übernehmen und da muss man sehen, wie man damit fertig wird. Ich scheide fröhlichen Herzens von der Harthöhe. Ich habe gesagt, wer das Glück hat, nach 6,5 Jahren heil an Körper und Geist, soweit ich das beurteilen kann, zu scheiden. Antrittsbesuch bei der Marine. Scharping ist politisch angeschlagen. 4 Jahre zuvor gescheitert als SPD-Spitzenkandidat gegen Kanzler Kohl. Es ist seine letzte Chance, in der Bundespolitik zu punkten. Dem Start folgt schnell Ernüchterung. Die Zusagen, was die Stabilität der Finanzausstattung angeht, am Beginn der Koalition gemacht worden waren, die waren sehr schnell zerbröselt. Bei den Umständen, die mit Blick auf die notwendige Modernisierung der Bundeswehr gegeben waren, war das in meinen Augen schwer verständlich, um nicht zu sagen unverantwortlich. Weniger Geld, mehr Aufgaben. Neue Gefahren. Der Minister muss die Bundeswehr neu aufstellen. Nicht mehr Landesverteidigung allein ist gefordert. Die Bündnispartner erwarten deutsche Unterstützung. Bei Einsätzen im Ausland. Logistik, Transport, Aufklärung, Flugabwehr. Das alles kostet Geld. Geld, das Scharping nicht hat. Scharping ist in einer schwierigen Situation. Es gibt die Erwartung, dass der Verteidigungsetat weiter reduziert wird, dass im Prinzip die Streitkräfte das sind, woran man sparen kann.
Deutsche Soldaten sind in Bosnien im Einsatz. Ein Erbe der Balkankriege Anfang der 90er Jahre. Scharping besucht die Truppe vor Ort, gemeinsam mit seinem Generalinspekteur. Der Minister Scharping war ein politisch versierter und mit allen Wassern gewaschener Mann auf der einen Seite, aus meiner Sicht, so wie ich das als Generalinspekteur beurteilen konnte. Und auf der anderen Seite war er ein sehr feiner, sehr empfindlicher und sehr, ja, ich würde fast sagen, weicher Mann vom Menschlichen her. Die Spuren des Krieges in Bosnien und das Leid der Bevölkerung bleiben beim Ministerbesuch nicht ohne Wirkung. Wissen Sie was über die Leute, die hier leben? Also hier in dem Bereich wohnen also auch Flüchtlinge. Der Balkan, ein Trümmerfeld. Im Kosovo bahnt sich Ende 1998 die nächste Katastrophe an. Serben und Albaner gehen aufeinander los. Bürgerkrieg. Das Kosovo will die Unabhängigkeit. Dorf um Dorf wird ein Raub der Flammen. Tausende Kosovo-Albaner fliehen vor serbischer Armee und Sonderpolizei. Die Papiere haben sie uns abgenommen, das ganze Geld, auch den Schmuck. Dann haben sie uns bespuckt und angeschrien, soll die NATO euch doch helfen, sagten sie. Massaker und Übergriffe treiben Zehntausende in die Flucht. Die NATO gerät unter Druck, auch Minister Scharping. Die Zeit war unglaublich hart. Wir haben häufig nachts um 12, 1, 2 noch miteinander getagt, weil dann die Leitungen nach Amerika und nach Kanada frei waren und dort die Ansprechpartner verfügbar waren. Dann habe ich noch bei ihm gesessen und morgens um 7 waren wir wieder an Bord. Also das war eine harte Zeit mit in der Regel 4 bis 5 Stunden Schlaf pro Nacht und das über Monate hinweg. Und das hat er wirklich gut gemacht, kann ich gar nicht anders sagen. Er war politisch dort wirklich voll auf der Bühne und hat das fest in der Hand gehabt. Die Lage im Kosovo ist unübersichtlich. Serbische Milizen bekriegen sich mit der UÇK, der selbsternannten kosovarischen Befreiungsarmee. Die serbischen Truppen unterstehen Slobodan Milosevic. Der träumt von einem Großserbien. Die Unterscheidung zwischen kämpfender, uniformierter Truppe und Zivilbevölkerung ist von Milosevic nie respektiert worden. Diesen zynischen Spruch, one village a day keeps NATO away, also jeden Tag ein Dorf zerstören, dann bleibt die NATO draußen, weil das nicht angeblich nicht groß genug, nicht spektakulär, nicht grausam genug ist. Da hat er sich getäuscht. Januar 1999. Medien berichten von einem angeblichen serbischen Massaker im Dorf Racak. Später tauchen Zweifel an den genauen Umständen auf. Der Fall ist bis heute umstritten. Damals aber lässt er die Stimmung kippen. Sogar bei den Grünen. Wir haben damals eine Entscheidung getroffen, dass wir aufhören, uns generell gegen jede Form von Einsätze zu sperren. Und wir hatten ja vor Augen die Erfahrung, die gemacht worden ist mit Milosevic. Wenn man dem mal richtig den großen Hammer zeigt, dann ist er auch bereit zu einer politischen Lösung. Da muss es nicht zu einer Eskalation kommen. Die NATO schickt Truppen an die Adria. Milosevic wird ein Ultimatum gestellt, um seine Soldaten zurückzuziehen. Amerikaner und Briten bereiten sich auf Luftschläge vor. Diesmal stehen auch deutsche Tornados bereit, auf dem italienischen Luftwaffenstützpunkt Piacenza. 23. März 1999. Der deutsche Pilot Siegfried Beck erhält den Befehl, am nächsten Morgen in der ersten Angriffswelle Richtung Kosovo zu starten.
Er schreibt einen Abschiedsbrief an seine Frau. Ich krieg wieder Gänsehaut, wenn ich drüber nachdenke, dass man da allein in seinem Hotelzimmer sitzt und dann sich Gedanken macht, ja, wenn ich jetzt beschossen werde und ich sterbe dabei, was hinterlasse ich meinen Kindern oder was hinterlasse ich meiner Frau? Und das habe ich versucht, zu Papier zu bringen. Am Ende liegt der Brief 78 Tage im Hotelzimmer. Siegfried Beck kehrt unversehrt von allen Einsätzen zurück und fliegt heute den Eurofighter. Seine Frau hat die Abschiedszeilen nie gelesen. Deutschland führt wieder Krieg. Die deutschen Tornados haben eine heikle Mission. Sie können Radarstellungen angreifen und die Flugabwehr des Gegners ausschalten. Damit sollen sie den Weg freikämpfen für die Bomber der NATO. Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, heute Abend hat die NATO mit Luftschlägen gegen militärische Ziele in Jugoslawien begonnen. Damit will das Bündnis weitere schwere und systematische Verletzungen der Menschenrechte unterbinden und eine humanitäre Katastrophe im Kosovo verhindern. Ein Einsatz ohne UN-Mandat. Die NATO greift einen souveränen Staat an, um die Kosovo-Albaner vor der Gewalt der Serben zu schützen. Deutschland beteiligt sich zum ersten Mal nach 1945 an einem Krieg. Bomben fallen auf Städte. Serbien wehrt sich mit Kanonen und Raketen. Die Tornado-Piloten riskieren bei jedem Flug ihr Leben. Also da war natürlich auch der Puls auf 200 und das Adrenalin war ganz hoch. Also die Anzeigen, die Warnanzeigen, die ich kriege, sind tatsächlich wie im Simulator. Nur wenn man dann eben rausguckt, sieht man auch, dass tatsächlich eine Rakete auf einen zukommt. Und wenn die Warnanzeigen eben nicht für mich bestimmt waren, dann geht man zwar aus der Flugbahn von dieser Rakete weg, aber man ist dann sehr, sehr angespannt. Während die Piloten über dem Kampfgebiet kreisen, wächst im fernen Berlin die Anspannung. Ich saß in meinem Amtszimmer und habe mit einigen Leuten gesprochen, mir regelmäßig Informationen geben lassen. Das ist keine einfache Situation, weil sie damit rechnen müssen, dass die Menschen, die sie in einen solchen Einsatz schicken, die können auch ums Leben kommen. Endlich die erlösende Nachricht aus Piacenza. Alle Tornados sicher gelandet. Doch dann passiert etwas, was Rudolf Scharping vor Wut explodieren lässt. Als er die Tagesthemen sieht, greift er zum Telefon. Wir haben Informationen aus der NATO-Zentrale aus Brüssel, dass es möglicherweise einen Abschuss eines NATO-Flugzeugs gegeben hat. Deshalb schalten wir noch mal nach Brüssel. Lorenz Beckert, was wissen Sie? Das Gerücht ist auch hier mittlerweile angekommen, dass es sich möglicherweise um ein Tornado handelt, vielleicht sogar um ein deutsches Flugzeug. Das war dann in der späten Nacht ja auch eine heftige Auseinandersetzung mit Gabi Bauer am Telefon. Nach dem Motto, wisst ihr gerade, was ihr da bei den Familien anrichtet? Jede Familie denkt, sie könnte betroffen sein. Warum müsst ihr eine Propagandameldung aus Serbien ohne einen Rückruf irgendwo in der NATO oder in Deutschland einfach mal so verbreiten? Die deutsche Öffentlichkeit blickt aufmerksam Richtung Balkan. Kamerateams filmen jeden Start und jede Landung der Tornados. Da kommt etwas, was nicht vorgesehen war, nämlich eine Nachricht, von der er sagen kann, okay, die zielen natürlich genau auf uns, wenn sie sagen, ein deutscher Tornado ist vom Himmel geholt worden, weil Deutschland das Land ist, das für solche Nachrichten die höchste Verwundbarkeit hat. Das würde ihm schon klar gewesen sein, aber statt dann sozusagen sich zurückzulehnen und zu sagen, naja, das wird sich dann schon weisen, nicht? Greift er also selber zum Hörer. Das sollte man nicht tun, nicht? Dafür hat man seine Leute. Also agiert er einfach unprofessionell. Die Angriffe dauern länger als erwartet. Also die Belastung war schon enorm. Also das kam halt immer darauf an, wenn wir in den Kosovo rein sind, dann waren wir meistens so eine Dreiviertelstunde im Kosovo und sind dann wieder raus, weil dann mussten wir wieder tanken.
Und je nachdem, wie lange die anderen Flugzeuge drin waren, die wir beschützen mussten, sind wir halt zwei- oder dreimal reingegangen. Und wenn wir dann das letzte Mal aus dem Kosmo rausgeflogen sind, dann haben wir meistens über Albanien nochmal getankt. Und mein zweiter Mann im Cockpit, mein Waffensystemoffizier, der wusste halt, dass ich gerne Schokolade mag. Und wenn ich das letzte Mal mit Tanken fertig war, wusste er, dass wir jetzt wieder so nach Hause kommen, dass nichts passiert. Und dann hieß es immer, kannst du mal rechte Schulter gucken? Und dann, wenn ich mich dann umgedreht habe, dann gab es halt einen Schokoriegel. Während die NATO ihre Attacken verstärkt, droht neuer Ärger an der Heimatfront. Schwieriges Erbe. Die Bundeswehr steht in der Kritik. Der Grund, ihre Verbindung zum sogenannten Orden der Ritterkreuzträger. Einer Vereinigung alter und hochdekorierter Wehrmachtssoldaten. Bei Beerdigungen stellt die Bundeswehr eine Ehrenwache für Männer, die einst Hitlers Krieger waren. Ich war bei der Waffen-SS, da bin ich stolz drauf. Als Freiwilliger, das hatte mit Politik überhaupt nichts zu tun gehabt. Wer keine Vergangenheit hat, hat auch keine Zukunft. Also, wir haben eine Vergangenheit und zu der müssen wir uns bekennen. Müssen wir auf die auch stolz sein? Ich nehme an, ja. Ich bin jedenfalls stolz auf meine Leistung. Das Ritterkreuz war in der NS-Zeit militärischer Orden und Propagandainstrument. Der gefreite Beintner, einer der jüngsten deutschen Ritterkreuzträger, wird im Urlaub von seiner Heimatstadt empfangen. Beintner ist mehrfach durch besondere Tapferkeit hervorgetreten. Bei einem Angriff vernichtete er im Nahkampf durch Faustpatrone zwei T-34 und fuhr in einem dritten, von seiner Besatzung geräumten Sowjetpanzer in die eigene Stellung zurück. Seine Mutter trägt das goldene Mutterkreuz. Sie brachte 16 Kinder zur Welt, von denen 11 noch am Leben sind. Bei den Treffen der Ritterkreuzträger gibt es regelmäßig Proteste. Jeder Orden ist ein Orden fürs Morden. Das Ritterkreuz ist ein Orden für hervorragende Leistungen beim Morden. Es handelt sich also um eine Versammlung ausgezeichneter Mörder, die sich dort trifft. Da hat sich die Politik stundenlang drum gedrückt, nämlich entweder zu sagen ja oder nein. Sie hätte auch sagen können, Ritterkreuzträger, die der Wehrmacht angehört haben, ja. Ritterkreuzträger, die der SS oder Waffen-SS angehört haben, nein. So einfach wäre das gewesen. Nein, das hat sie eben nicht getan. Sie hat es im Grunde genommen der Bundeswehr überlassen. Und wir sind bei Begräbnissen von Ritterkreuzträgern, die in der Bundeswehr gedient haben. Natürlich, die haben eine Ehrenwache bekommen. Das war eine Selbstverständlichkeit. Aber weil sie eben auch als Offiziere in der Bundeswehr gedient haben. Minister Scharping setzt ein Zeichen gegen falsch verstandene Traditionspflege und untersagt alle Kontakte zum Orden der Ritterkreuzträger. Ritterkreuzträger, die haben sich mit einer Wehrmachtstradition versucht zu schmücken, ich sage das bewusst in Anführungszeichen, die völlig ausgeblendet hat, wozu die Wehrmacht eingesetzt wurde und was sie selbst zu verantworten hatte. Und das war eben nicht Kriegführung alleine, das war auch Vernichtung. Und sich darauf zu beziehen oder einen Bezug herzustellen, der den Vernichtungskrieg ausblendet, das ist vollkommen unzulässig, historisch unhaltbar und hat in der Bundeswehr nichts zu suchen. Folglich sollte es solche Verbindungen auch nicht geben. Die Entscheidung bringt öffentlich Applaus, in der Truppe aber auch Kopfschütteln. Kollateralschäden. Die Wucht der Luftangriffe gegen Serbien steigt. Serbenführer Milosevic bleibt unbeeindruckt. Je länger der Krieg dauert, desto mehr unbeteiligte Zivilisten kommen durch NATO-Bomben ums Leben. Wie beim Angriff auf eine Brücke bei Gridelica. 14 Tote. Kollateralschäden, wie es in der Militärsprache heißt, die nicht zu vermeiden seien. Die NATO entschuldigt sich. Am 7. Mai 1999 treffen NATO-Bomben ausgerechnet die chinesische Botschaft in Belgrad. 3 Menschen sterben. Dieser Kollateralschaden ist ein außenpolitisches Desaster. Ich habe gedacht, seid ihr total bescheuert? Wie kann sowas passieren? Aber
Ein solcher Vorgang, sage ich, man kann sich es nicht richtig vorstellen. Ist dann trotzdem passiert und dann muss man versuchen, es zu beherrschen und die Konsequenzen so gering wie möglich zu halten oder so konstruktiv wie möglich zu wenden. Und ich fand es deswegen auch richtig, dass der Bundeskanzler sich im Namen der NATO entschuldigt hat. In Deutschland wächst der Widerstand gegen den Krieg. Bundesparteitag der Grünen im Mai in Bielefeld. Mit Polizeischutz. Staatssekretär Vollmer wird attackiert. Du bist ein Mörder und nichts anderes. Der Protest trifft auch den damaligen Außenminister Joschka Fischer. Ich saß ja direkt neben ihm und war erstmal schockiert darüber, musste allerdings als ehemaliger Handballer auch die Treffsicherheit und sportliche Leistung des Werfers da schockiert zur Kenntnis nehmen. Wir waren alle nicht sicher, was in dem Farbbeutel drinne war. Und insofern war das erstmal ein sehr erschreckendes Ergebnis und es hätte auch ehrlich gesagt nicht passieren dürfen. Ja, jetzt kommt, ich habe nur drauf gewartet, Kriegshetze. Hier spricht ein Kriegshetze und Herrn Milosevic schlagt dir demnächst für einen Friedensnobelpreis vor. Nicht wahr? Nie wieder Krieg, nie wieder Auschwitz, nie wieder Völkermord, nie wieder Faschismus. Beides gehört bei mir zusammen. Ich halte zum jetzigen Zeitpunkt eine einseitige Einstellung, unbefristete Einstellung der Bombenangriffe für das grundfalsche Signal, Milosevic würde dadurch gestärkt und nicht geschwächt. Ich werde das nicht umsetzen, wenn ihr das beschließt. Fischer setzt sich durch. Die NATO schickt weiter Bomber über den Balkan. In Deutschland zweifeln immer mehr Menschen am Sinn des Krieges. Rudolf Scharping muss den Einsatz rechtfertigen. Er präsentiert den sogenannten Hufeisenplan. Die Grafik haben Scharpings Mitarbeiter angefertigt. Sie zeigt angeblich geplante brutale ethnische Säuberungen durch serbische Milizen. Auch von KZ-ähnlichen Einrichtungen ist die Rede. Er hat von dem berühmten Hufeisenplan gesprochen, den es nicht gab. Es gab auch keine Leute, die in irgendwelchen Gefangenenlagern, jedenfalls nicht in Kosovo, festgesetzt sind. Ich habe mir das sehr genau angeschaut, habe sehr genau mit den kosovarischen Führern darüber gesprochen. Ein gerechter Krieg, begründet mit falschen Fakten? Verbrechen stoppen mit Bomben? Pilot Siegfried Beck ist heute in Neuburg an der Donau stationiert. Zweifel an seinen Einsätzen hatte er nie. Diskussionen gibt es schon, aber da geht es eher so, ja, Mensch, das ist doch blöd, wenn man so lange von der Familie weg ist. Und wie macht ihr das zu Hause, wie regelt ihr das? Aber so politische Diskussionen waren eigentlich, also gerade im Freundeskreis waren die eigentlich tabu. Also das gab es eigentlich nicht. Am 11. Juni 1999 erzielen die Luftschläge endlich Wirkung. Milosevic gibt auf. Nach 11 Wochen Krieg und mehr als 10.000 Toten. Einmarsch im Kosovo. Wenige Tage später rollen deutsche Panzer ins Kosovo. Sie sollen für Stabilität und Frieden sorgen. Es war eher das Gefühl, dass die eigentliche Aufgabe noch kommt. Weil eine Auseinandersetzung, eine militärische Auseinandersetzung beenden, das schafft noch lange keinen Frieden. KFOR heißt die NATO-Mission, für die es nun auch ein UN-Mandat gibt. Die Deutschen unterhalten 4 Feldlager. Die Lage ist noch unsicher. Ganze Landstriche sind vermint. Wenn Sie diese Dörfer gesehen haben, dann konnte ihnen schlecht werden. Dort standen nur noch die Mauern, die Fenster und Türen waren raus und die Dächer waren weg. Und das System war eben in der Tat, eine Kerze auf den Tisch zu stellen und die Gasflaschen aufzudrehen. So haben die sich gegenseitig die Häuser über den Kopf weggesprengt. Das waren die Bilder, die ich im Kopf habe und die ich auch nie vergessen werde. Und als wir dann nachher dort auch etwas näher rankamen,
eben feststellten, dass das nicht immer feindliche Armeen oder Streitkräfte waren. Das waren Nachbarn, die über zig Jahre friedlich nebeneinander gelebt hatten, die miteinander verwandt und verschwägert waren und die sich plötzlich in dieser Auffallung von Kriegsgeschrei gegenseitig als Nachbarn die Häuser überm Kopf abbrannten. Das war so und das konnte man, das war auch schwer zu verkraften, nicht nur für den Minister Scharping, sondern auch für die Soldaten, die da unten waren. Fast überall werden die Deutschen mit Jubel begrüßt. Sie sollen für Ordnung sorgen, Hilfsorganisationen beschützen. Ich bin unglaublich froh darüber, dass ich zum ersten Mal mein Land, meine Bundesrepublik und meine deutsche Bundeswehr so erleben darf. Ich glaube, dass das der Traum war von meiner Generation, die 1945 sechs Jahre alt war, dass das mal möglich ist, dass eine deutsche Armee Befreier sein kann. Das fühlen die Menschen hier. Bald schon gibt es die ersten Auswirkungen bei der Truppe. Doch sie bleiben unbemerkt. Denn die Diagnose posttraumatische Belastungsstörung ist noch weitgehend unbekannt. So quälen sich die Soldaten mit ihren seelischen Wunden, oft jahrelang. Da vorne, wo man Brandspuren erkennt, da wurde der Mann verbrannt und nach 20 Minuten wurde er gelöscht. Und dann wurden die Dorfbewohner gezwungen, diese verkohlte Leiche hier zu begraben. Und das sind so die Eindrücke, die halt hier haben. Erst Jahre später entwickelt die Bundeswehr spezielle Therapien. Helke Zielonka betreut 7 Patienten mit PTBS, posttraumatischer Belastungsstörung. Die Soldaten bekommen Angst. Sie werden zunehmend in sich gekehrt, bauen einen Panzer um sich auf. Sie können sehr aggressiv werden. Sie können aber auch sich total in sich selbst vergraben. Und das sind eben sehr unterschiedliche Symptome, die nicht immer gleich so mit voller Kraft sich entfalten, sondern diese Situation entsteht mitunter sehr langsam. Franz Josef Schmitz hat sein Trauma auf dem Balkan erlitten. Ich habe die Schuld immer bei mir gesucht. Ich habe immer gedacht, du bist ein schwacher Soldat, du bist ein schwacher Mensch, du hast einen Makel. Als Soldat darf man nicht schwach sein, man darf nicht weinen. Zumindest hatte ich die für mich diese Wahrnehmung von meiner Rolle als Soldat. Erlebnisse auf dem Balkan wühlen auch den Verteidigungsminister auf. Am 23. Juni 1999 besucht er das Dorf Velika Kruza im Kosovo. Er wird zu einem Massengrab geführt. Anschließend begegnet Scharping Angehörigen der Opfer. Wir sagen immer, wir wollen keine Politiker, die Maschinen sind und die halt keine Emotionen zeigen. Ich glaube, die Stimmung war damals auch so, weil dieser Krieg praktisch vor der Haustür war und diese Bilder, das ging uns allen ja so, also auch jedem Zuschauer und jedem neutralen Beobachter, dass dann ein Minister auch mal so ein Kind in den Arm nimmt oder auch mal emotional reagiert, finde ich jetzt nicht weiter verwerflich. Von Soldaten in seinem näheren Umfeld wird es später heißen, der Minister sei zu weich. Doch in der Öffentlichkeit sammelt er Pluspunkte. Ein Politiker, der Gefühle zeigt. Frauen ans Gewehr. Zurück in Deutschland kommen auf die Bundeswehr und ihren Minister neue Aufgaben zu. Am 11. Januar 2000 macht der Europäische Gerichtshof den Weg frei für Frauen in allen Bereichen der Truppe. Die Elektronikerin Tanja Kreil hatte geklagt. Natürlich war da Egoismus dabei, aber mittlerweile bin ich auch ganz froh drum, dass sich andere Frauen, die sich ebenfalls interessieren, in der Bundeswehr ihren Dienst zu tun, damit unterstützen konnte. Die Gewerkschaft der Soldaten hatte die Klage mitfinanziert. Also es wird Zeit, dass hier ein paar Frauen mitmischen, weil es hat lange genug gedauert, dass es nur eine Männerdomäne war. Aber ich denke mal, es wird nicht mehr lange dauern. Ein halbes Jahr, ein Jahr, dann ist die Bundeswehr sowieso voll. Kurswechsel.
Bisher waren Frauen nur im Sanitätsdienst zugelassen, als Apothekerinnen oder im Musikchor. Zunächst mal war es eine sehr gute Gelegenheit, weil ein solches Urteil einen Grundsatz verwirklicht, nämlich Gleichberechtigung. Aber im Militär war das Kulturbruch. Sie müssen vielleicht auch ein bisschen daran, nee, nicht ein bisschen, Sie müssen schon sehr aktiv daran arbeiten, ein bestimmtes Macho-Männer-Bild etwas zu verändern in Richtung, Gleichberechtigung ist nicht nur ein schönes Wort, sondern das muss in der Praxis auch des militärischen Alltags gelebt und verwirklicht werden. Damit allerdings tut sich die Bundeswehr bis heute schwer. 57% aller männlichen Soldaten glauben, Frauen seien negativ für den Zusammenhalt der Truppe, so eine aktuelle Studie des Verteidigungsministeriums. Die Rennrodlerin Silke Otto und die Biathletin Andrea Henkel haben 1996 ihren Dienst in der Bundeswehr begonnen. Sie kennen Scharping noch von Veranstaltungen der Sportkompanie. Auch damals waren Auslandseinsätze und Pflichterfüllung Thema unter den Soldaten. Also ich sehe das jetzt als zweifache Mutter auch ein bisschen anders als früher. Früher habe ich gesagt, okay, wie gesagt, es muss sein, aber wenn jetzt mein Kind gehen müsste, hätte ich ein ganz dickes Problem, glaube ich. Die körperlichen Anforderungen an Frauen und Männer sind hoch. Auf die Plätze, fertig, los! Sanitätsakademie München. Diese Soldaten müssen mit 12 Kilo Gewicht im Rucksack laufen, 3000 Meter auf Zeit. Da werden Erinnerungen wach. Hier haben Silke Otto und Andrea Henkel ihre Grundausbildung eher durchlitten. Die späteren Olympiasiegerinnen haben sich gegenseitig gestützt und ihren Humor behalten. Du sitzt dann mitten in der Nacht im Wald, frierst, und es ist alles eigentlich total doof und du musst dort ein Feuer bewachen. Also das war schon für die Psyche grenzwertig, aber es gehört dazu, okay. Man denkt ja auch gerne dran zurück und wir können drüber lachen. Wir mussten nachts noch irgendwie Angriff üben und ich war pitschnass. Und dachte ich mir, gehe ich mal nah ans Feuer. Auf so einen Strohballen sitzend, am Feuer und dann bin ich irgendwie eingeschlafen. Mit meiner Jacke noch über die Beine und die hat dann irgendwann gebrannt. Und die Schuhe hat es auch noch angegurgelt, da sind dann die Sohlen so zweigeteilt gewesen hinterher. Und dann bin ich wie so rumgestießen ins Feuer gehüpft. Meine Füße brennen. Die Bundeswehr als Medaillenschmiede. Eine Tradition, die der sportbegeisterte Minister Scharping gern fortführt. Bedingt einsatzbereit. Der Alltag normaler Soldaten sieht anders aus. Maschinengewehre doppelt so alt wie die meisten Wehrpflichtigen. Die Kasernen baufällig. Im Verteidigungshaushalt fehlt Geld für die Instandhaltung. Die Panzer zum Teil so alt, dass kaum noch Ersatzteile zu bekommen sind. Einige der Kettenfahrzeuge müssen jedes Mal stehen bleiben, wenn sie schießen sollen. Minister Scharping will genau wie seine Vorgänger endlich zügig modernisieren. Im Kabinett stößt er auf wenig Verständnis. Wenn Sie es allen recht machen wollen, dann lassen Sie es besser bleiben. Das geht nicht. Und die Konflikte, die daraus entstehen, die muss man aushalten. Wir haben die IT-Systeme verändert, die Streitkräftebasis geschaffen, das Sanitätswesen selbstständig gemacht. Wir haben Aufgaben, die besser mit wirtschaftlichem Sachverstand erledigt werden, gemeinsam mit der Wirtschaft angepackt. Das gab es vorher in der Bundeswehr nicht. Zum Beispiel dieses große Bündnis mit über 80 Unternehmen, um die Modernisierung der Bundeswehr voranzutreiben. Um Geld zu erwirtschaften, will Scharping alte Waffen und Ausrüstung verkaufen. Die Medien schreiben bald spöttisch über Rudis Resterampe. Rudolf ist in dieser Frage ein unglücklicher Name, Rudi, nicht? Und Rudis Resterampe wird dann gewissermaßen von einem witzigen Journalisten darauf bezogen und setzt sich sofort durch. Das ist fast unvermeidlich. Diese Situation des Verkaufens und zu Geldmachens von dem, was übrig geblieben ist, aus den Zeiten und von denen jetzt klar ist, das wird man in dieser Form nicht mehr brauchen,
das hat so etwas peinlich-kleinliches. Und das in Verbindung sagen, mit dem Typus Rudolf Scharping als Politiker passt natürlich. Minister im Abseits. Trotz aller Probleme ist Rudolf Scharping im Sommer 2001 gut gelaunt. Den Grund können seine Soldaten wenig später in einer Illustrierten bestaunen. Der Minister ist verliebt. Die Bilder hat Fotograf Uli Skorupa gemacht. Das war so. Wir waren da auf einer Finca im Süden von Mallorca. Und ja, wenn man ein Interview hat und ich sage mir, ich muss ja irgendwelche Fotos machen auf der Finca, bin ich morgens mal rumgelaufen und habe Location gemacht. So, und dann komme ich am Swimmingpool vorbei und siehe da, da planschen die wie die kleinen Kinder im Swimmingpool rum. Und da habe ich dann zu ihm gesagt, ja, das wäre eigentlich ganz toll, solche Bilder hätte ich auch gerne. Hat er so gesagt, ja, da habe ich kein Problem damit, dann machen wir das heute Nachmittag nochmal. Und so ist die ganze Geschichte entstanden. Zeitgleich zur Liebesgeschichte mit Gräfin Pilati berät der Bundestag über einen Militäreinsatz in Mazedonien. Es war ein so unglückliches Überschneiden, dass man da leider nicht mehr anrufen konnte und sagen, stopp das, das passt nun überhaupt nicht in die Zeit, lass es uns zwei Wochen später machen, weil der Druck war schon im Gange. Und dann kam die Einladung zu dieser Sondersitzung wegen Mazedonien. Naja, und dann war der Mist eben angerührt. Die Fotos an sich hält Scharping bis heute nicht für einen Fehler. Die Frage ist, ob man als Minister sich überhaupt diese Blöße gibt, solche Fotos von sich zu veröffentlichen. Na gut, er ist nicht der Erste gewesen und auch nicht der Letzte. Und es passiert immer wieder einigen Politikern, da kommt dann auch so ein bisschen Eitelkeit und sowas natürlich und andere Dinge hinein. Aber da fehlte das Gefühl für die Situation und war sicherlich ein großer Fehler. Kurzbesuch bei deutschen Soldaten im Kosovo. Es scheint, als wolle Scharping der schlechten Presse entfliehen. Doch auch Soldaten lesen Illustrierte. Das war natürlich für die Truppe unmöglich. Ich stehe heute noch mit völligem Unverständnis vor dieser Situation. Die Medien schießen sich ein auf den turtelnden Minister und stellen unbequeme Fragen. Etwa nach Flügen mit der Flugbereitschaft der Bundeswehr. Im August fliegt Scharping von Mallorca zu einer Sitzung nach Berlin. Von dort geht es mit den Kollegen Bodewig und Schilly über Pisa zurück. Am nächsten Morgen kommt der Generalinspekteur aus Berlin, um Scharping nach Mazedonien mitzunehmen. Alles auf Kosten der Steuerzahler. Während Soldaten dort auf den Marschbefehl warten, muss der Minister um sein Amt fürchten. Dann kommt der 11. September 2001. Scharpings neue Liebe ist schlagartig kein Thema mehr. Kanzler und Außenminister verkünden Solidarität mit den USA, auch militärisch. Scharping darf nicht dabei sein. Der Verteidigungsminister wirkt isoliert. Warum er in der Truppe längst keinen Rückhalt mehr hat, zeigt ein Vorfall im Kosovo. Der deutsche General Klaus Reinhardt hat dort zeitweilig das Kommando. Jeder Tag ist Mittwoch und es geht von früh bis in der Nacht durch. Du hast keine Freizeit, du bist viel, viel stärker belastet. Und das Entscheidende, was sich zu Hause wahrscheinlich keiner vorstellen kann, ist, du hast überhaupt keinen Intimraum mehr. Wo immer du bist, ist irgendeiner mit dabei, in deinem Container, in deinem Zelt, wo immer du bist, weißt dann am dritten Tag, wer in welchem Dur und Moll schnarcht. Und das, was man in der Familie noch mal machen kann, dass man sich in ein Zimmer zurückzieht und wenn es nur aufs Klo ist, selbst das kannst du ja nicht, weil dauernd irgendeiner daneben sitzt. Dies ist eine unglaubliche Belastung, die den Männern auf den Wecker geht, im wahrsten Sinn des Wortes. Vor Ort erleben die Deutschen, wie die Amerikaner ihre Soldaten unterstützen. Schauspielerin Selma Hayek besucht die KFOR-Truppe.
Ich bin gekommen, um die Soldaten zu besuchen, die den Frieden hier stabilisieren. Und weil sie so weit von daheim und von ihren Familien entfernt sind, ist dies unser Beitrag, um ihnen zu zeigen, dass wir an sie denken. Mit General Klaus Reinhardt führt zum ersten Mal ein Deutscher die Kosovo-Schutztruppe. Schauspielerinnen lassen sich zwar nicht blicken, aber der KFOR-Kommandant empfängt Bundespräsident Rau. Scharping missfällt das. Der rief mich an und hat gesagt, Sie machen so viel Öffentlichkeitsarbeit. Das ist meine Aufgabe. Sie sind dauernd in der Öffentlichkeit, im Fernsehen und so weiter. Das habe ich sehr bewusst gemacht, weil der NATO-Generalsekretär Lord Robertson gesagt hat, Klaus, deine wichtigste Aufgabe ist Öffentlichkeit, Öffentlichkeit, Öffentlichkeitsarbeit. Insbesondere in all den 39 Ländern, die Kontingente nach Kosovo schicken. Die müssen zu Hause stolz auf ihre Leute sein und sagen, das machen die gut. Und das kannst du besser als jeder andere von der Position her. Das hat dem Minister nicht gut gefallen. Ein bisschen eine komische Situation. Scharpings eigene Öffentlichkeitsarbeit liegt in Scherben. Moritz Hunzinger, sein PR-Berater, soll dubiose Finanzgeschäfte mit Politikern abgeschlossen haben. Verdächtigung, was meine Person angeht, die sich dann als haltlos herausgestellt haben, aber das interessiert ja hinterher niemanden mehr. Man führt seine Prozesse, man gewinnt sie, das sind keine Nachrichten. Und im Übrigen, sorry, aber jeder Bundeskanzler hat das Recht, einen Minister zu entlassen, auch ohne Angabe von Gründen, so steht es in unserer Verfassung und ich bin verpflichtet, das zu respektieren. Ob ich das gut finde, das ist eine ganz andere Sache. Für die Entlassung braucht Kanzler Schröder ganze 42 Sekunden. Meine Damen und Herren, ich werde den Herrn Bundespräsidenten bitten, Rudolf Scharping aus dem Amt des Bundesverteidigungsministers zu entlassen. Die notwendige Basis für eine gemeinsame Arbeit in der Bundesregierung ist nach meiner Auffassung nicht mehr gegeben. Er ist einer, der im Prinzip ein tüchtiger Administrator ist, der sich auch immer gründlich vorbereitet hat, Akten ordentlich gelesen und derlei mehr. Und weil am Schluss dieses Bild bleibt von den beiden, die da so ein bisschen im klaren Wässerlein puddeln, erscheint die ganze Amtszeit eigentlich so, nicht? Und naja, das gehört halt zur persönlichen Tragik von Rudolf Scharping dazu. Zapfenstreich zur Verabschiedung am 29. Juli 2002. Auch Gerhard Schröder ist gekommen. Das Musikchor der Bundeswehr spielt, auf Scharpings Wunsch, Stars and Stripes Forever. Ein solches Ende seiner Amtszeit wünscht man sich nicht. Es wäre auch stark übertrieben zu sagen, es war eine gewisse Befreiung. Die hat sich erst im späten Jahr 2002 eingestellt. Und ich habe auch schon sehr gut verstanden, dass man als Bundeskanzler in einem heraufziehenden Wahlkampf ein durchsetzungsstarkes Zeichen offenbar gebraucht wurde. Also es hat zwei Facetten und von daher, da ist auch nichts nachgeblieben. Also man trifft sich. Scharping zieht sich aus der Politik zurück, wird Sportfunktionär und Unternehmensberater. Seine Reformen setzt Nachfolger Peter Struck fort. Was bleibt, ist Scharpings Verdienst, den ersten Kampfeinsatz gemeistert und die Weichen gestellt zu haben für eine schlankere und flexiblere Truppe.